Überlegen, welche Worte reinpassen, dann werden Sie bestimmt merken, dass wahnsinnig viel wegfällt. Auch Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick so aussehen, als würden sie funktionieren. Zum Beispiel das Brot. Ja, denkt man sich, welche Nummer ist noch frei? Hallo? Oder sie nur noch eine vierte Leitung schalten? Achtung! Ja, tatsächlich, oh Gott. Hallo, wer ist... Um 23... Bitte prüfen Sie Ihre Antwort nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Sie dürfen sich keinen Fehler erlauben. Es darf sich kein Buchstabe an derselben Stelle wiederholen. Also mich brauchen Sie nicht fragen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Du hast gedacht, ich hab's schon. Ich habe auch keine Ahnung, ob sie vielleicht, ja, doch ein paar Konkurrenten im Nacken haben. Jeder, der es weiß, kann gewinnen. Und am Ende kommt es auf ein kleines Sekündchen an. Ein kleiner Augenblick. 10.000 Euro geschafft. So fast in den ersten 10 Minuten der Sendung ist er schon durchgekommen und hat das Buch genannt. Ja, das war halt leider schade, weil das BU ist ja eigentlich noch möglich. Aber das C im Bock macht alle Antworten mit CH auch unmöglich. Und wenn Sie sich jetzt mal so überlegen mit dem BU, was fällt Ihnen da so ein? Die Burg geht nicht wegen dem R im Büro. Was gibt's noch? Der Bund mit dem D. Nicht möglich. Also ich bin echt gespannt, was da jetzt gleich... Noch 15. Neun, acht, sieben, sechs. Es ist... Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Achtung, liebe Leute! Das hat wieder geklingelt, dann wurde aufgelegt. Obwohl ich am Anfang noch ein Hallo vernommen habe. Hören Sie genau hin, wenn Sie die Leitung im richtigen Moment treffen und hier bei mir im Studio sind. Sie hören dann meine Stimme übers Telefon. Das ist das Zeichen dafür, dass Sie mittendrin sind. Dass alle anderen Ihnen zuhören können. Manche haben dann im letzten Moment doch noch ihre Zweifel und drücken dann reflexartig, ob es tatsächlich klappen sollte im Jackpot-Spiel. Dann wird sich ihr Leben auf einen Schlag verändern. Das ist mal eine Summe, die jeder... Auch wenn sie sonst noch nie mitgespielt haben, heute ist wirklich alles anders. Es gibt es auch nicht mehr morgen, so einen Wahnsinn. Das ist heute ein ganz besonderer Tag. Strengen Sie sich an. Ich weiß, es ist nicht leicht. Wir verschenken natürlich auch keine 14.000 Euro hier. Wir haben das Spiel wahnsinnig schwierig gestaltet. Und das Schlimme ist, für alle, die neu dazugekommen sind, dass... Wir schaffen's. 01379696969. Es ist jetzt allerhöchste Zeit, sagen Sie es mir. Irgendwer muss es mittlerweile haben. Also ich kann es nicht glauben, dass es wirklich niemand weiß. Ganz am Anfang der Sendung, okay, kann man sich's gut vorstellen, alle ahnungslos, aber vielleicht ist ja jemand jetzt vorm Fernseher, der fast seit Beginn des Spiels dabei ist. Wir haben die Falschantwort Buch gehört, die Falschantwort Blues gehört, die Falschantwort Baum gehört. Also die Beate, ich weiß auch nicht, was mit Ihnen los war, Beate, aber das A an zweiter Stelle, das ist ein Fehler, den hätte man echt vermeiden können. Beim Buch, okay, da ist ein bisschen gemein, da ist ja das C hier oben im Bock so versteckt, so fies und gemein. Ach, naja, nicht funktioniert. Es geht nicht. Burg. Buch. Bunt. Blöd. Bunte. Brot.
Boot. Bern und Bonn zum Beispiel wären komplett falsch. Es dürfen nämlich auch keine Städtenamen genannt werden, keine Fremdworte und keine Abkürzungen. Ja. Der Bach ist falsch, der Berg ist falsch, der Ball geht nicht, der Baum, den haben wir gehört, der Blues, den haben wir auch gehört. Also Blues, das war glaube ich so Hatz. Das ist echt anstrengend, weil sowas haben wir ganz, ganz selten. So für die Nerven, weil ich weiß ja, dass das Geld rausgeht und die meisten Kandidaten, die bei uns gewinnen, die können es gar nicht fassen. Die meisten sagen, oh, ich habe noch nie was gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Genau das, was sie sich jetzt auch sagen. Wer schafft's? Wann klingelt's? Und? Es geht. Ganz gutes Gefühl, komm schon. Bitte. Aber wir verschenken natürlich andererseits auch keine 15.000 Euro. Was wiederholt? Wenn sich nichts wiederholt, perfekt. Dann haben Sie nämlich genau das Wort gefunden, das ich hier suche. Für im Optimalfall 115.000 Euro plus Fernseher. Ein toller Sachpreis wartet hier auch noch auf Sie. Dabei können Sie sich, wenn Sie 15.000 Euro gewonnen haben, ja 15 solche Fernseher kaufen. Meine Güte, das ist echt Wahnsinn, wenn man das sich jetzt mal vorstellt. Wir spielen hier um... Also wenn man jetzt auch noch den Jackpot dazu nimmt, wir spielen hier für ein Leben lang freies Wohnen. Eine komplette Wohnung. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie brauchen, um sich 15.000 zur Seite abzusparen. Wahrscheinlich mehr als ein Jahr, oder? Also da muss man schon sehr sparsam leben, dass man sich so einen Betrag überhaupt abzwacken kann. Und 100.000, da braucht man überhaupt nicht überlegen. Also auf 100.000 Euro, dass man die auf einen Schlag auf dem Konto im Plus hat, das kriegen die wenigsten Menschen in ihrem Leben hin. Aber Sie können das alles gewinnen. Und auch noch steuerfrei, netto und steuerfrei. Machen Sie einfach was, nutzen Sie Ihre Chance, heißt das im Klartext. Anrufen und gewinnen. So soll's gemacht werden. 01379696969. Ich kann jetzt nicht das Anrufen für Sie übernehmen. Ich kann auch jetzt leider nicht für Sie denken, weil das kann ich nicht. So, nein, Quatsch. Ich kann auf jeden Fall keinen Tipp geben. Erstens, weil ich es nicht dürfte und zweitens, weil ich kein Wort habe. Es geht nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn ich die Antwort wüsste, dann würden Sie es mir sowas von schnell an der Nasenspitze ansehen. Aber ist ja auch wurscht, ob ich es weiß oder nicht. Ah, Musik ist aus. Ach, kommen Sie schon. Wissen Sie die Antwort? Dann wählen Sie sich das. Schauen Sie mal, wie groß der ist. Wenn ich mich daneben stelle, dann sieht man erst, wie groß der ist. Oh, riesig. Klingelt jetzt. Oh, ich werde verrückt. Ich halte es nicht mehr. Jemanden haben. Ich wollte schon um 1.30 Uhr einen Gewinner. Es hat einfach keiner weit und breit. Es ist doch nicht zu fassen. Oder etwa doch? Ja, ich bin die Letzte, die sich immer so hinsetzt und einen auf, das weiß keiner, niemand macht, weil jemand weiß es immer. Wer hat's? Ruhe. Oh.
Immer noch keine. Oben beachten bitte 1000 Euro hier verschenken. Klar. Verschenkt man nicht? Am Tanzen. Klingelt's jetzt? Ja, da war sogar eine in meiner Klasse, die mal. Das wollte ich schon vorhin tun, weil jetzt kommt ja der große Moment. Jetzt haben wir ja gar keine. Schön genug fürs Jackpot-Spiel.